So, nachdem wir gefrühstückt haben, jetzt schon eine kleine Runde gelaufen. Ja, wir sind Gehen wir nämlich jetzt. einmal hin und her gelaufen. Ja. Was ist das, Wellenbrecher? Ja, ich meine, Hafen, Einfahrt, Ja. Hafenbegrenzung. Ich weiß nicht. Und dann? Und dann? Gucken wir uns jetzt mal den hervorragenden, einzigartigen, Super sauberen, top gepflegten Strand vom Center. Genau. Also das ist hier so eine Porzellan. Ist der Strand. Ja, ist halt der Strand hier im Center Park. Park Weil es ja direkt ausgewiesen. am Meer liegt, ne? Und wenn ihr jetzt seht, wie er in Wirklichkeit aussieht, gut, da ist natürlich ein Poster, ne? Da ist ganz Ja. natürlich mit vergleicht. Aber es ist als Strand Als deklariert, Strand dass man auch da deklariert. schwimmen kann. Genau. Jetzt Achtung, keinen Schreck kriegen. Boom. Ja. Also, Ja. Strand finde ich jetzt Nein. nicht Nein. Und wirklich. da vorne haben wir auch Müll gesehen. Also man sieht, die machen hier, also kümmern sich überhaupt nicht um den Strand. Ich Nee. glaube, sonst würde er auch anders aussehen. Jetzt würden sie vielleicht auch mal Sand aufschütten. Ich glaube, hier war mal Sand. Das ist alles nur zugewachsen Ja. mittlerweile. Weil Ja. keiner mehr was Wenn man macht. den nicht pflegt, dann will ja auch keiner hier hin. Oder? Das ist ja ganz klar. Jetzt hier, guck mal. Naja, Wie das da aussieht. alles Müll dreckig im und Wasser. mal ein bisschen raus. Ich schiebe euch mal ein bisschen raus. Da ist irgendwie so alles Algenzeug und. Ja, igitt. Ah, sieht wirklich ekelhaft aus. Ja, das sieht hier sogar noch ekelhafter aus als da vorne. Ja. Also ich glaube, hier war auch schon. Also ich glaube, Schwimmen ist hier nur viel mutiger. Ja. Sehr Für mutige. ganz mutige. Hier wachsen überall schon Blümchen. Guck Ja. mal. Also schön sieht das jetzt nicht aus. Nee. Wie gesagt, das Gute ist halt hier, Da ist wieder Müll. dass du halt direkt den Strand in der unmittelbaren Nachbarschaft hast. Da kannst du zu Fuß hingehen. Ja. Viertelstunde. Ja, Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr geht man da bist du hin. da. Aber bei schönem Wetter ist das ja auch kein Problem. Man Hier geht ist dann noch ja auch gerne. so ein Regenabwasserkanal oder was das sein soll, Ja. gehe ich mal von aus. Und es stinkt hier. Und jetzt stinkt hier. Hier siehst du diese ganzen. Naja. Hier ist es ein bisschen besser, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich das so ansieht, denkt man sich, nein. Ja. So, gucken wir mal, ob wir mal ein Auto finden, noch einen Parkplatz, noch ein Ja. Stück zu Fuß gehen. Hast Genau. natürlich überall hier mal so ein paar Wiesen, wo auch schon mal an die Kids oder was Fußball spielen können. Aber im Prinzip sehen die Häuser eigentlich alle gleich aus. Ja. Da ist so ein Schild, guck mal, P nach rechts. Right way. Wir Guck haben sie mal, schon. 6, Nummer 634 war ich vor Ja. 9 Jahren. In der Nummer. Vor 9 Jahren. Jetzt sieht auch alles so runtergeranzt aus, ne? Alles so Guck mal, alt und. 38, da kommen wir gleich vorbei. Welchen war der damals? 634. Das war vor 9 Jahren, ne? Also ich weiß das auch nur noch, weil wegen dem Foto. Vor 9 Jahren, ne? Ja, wegen dem alten Foto von Da war aber, damals. glaube ich, noch alles neu, ja? Nee. Ne, war auch schon so wie jetzt. Okay. Ist ja das nächste 634 dann. 634. Ja, hier. Hier. Ist Da. aber offen. Ja. Ja, da sind ja Ja. welche drin. Vor 9 Jahren. Also heute ist, glaube ich, großer Abreisetag. Es sind viele Autos, die schon irgendwie packen und. Ja, weil man kann halt auch nur bis Sonntag Ja, buchen. oder halt Nur weil, von. als wir geguckt haben, da waren halt nur Bungalows für ab 4 Personen. Ja. Und viel, viel teurer. Und daher haben wir dann bis Montag gemacht. Weil es halt günstiger war. So, dann haben die natürlich hier im Center Park Gelände selber haben die auch überall so kleine Hundeboxen. Boxen? Boxen? Ja. Ausläufe. So, ja gut, Hundeausläufe. da, wo sie halt Wo sie treffen können. Hundetoiletten viel ihr mehr. Geschäft machen Ja. sollen, aber ist vielleicht hier. Aber wir haben noch keinen Hund in diesen Dingern gesehen. Und Nö, war noch, also einmal haben erst. einmal hast du einen da drin gesehen? Ja, einmal. Ich nicht. Ich hab's ignoriert. und das Komische hier in Holland ist, die haben auch kein Pfandsystem, ne? Also Dosen und so.
Obwohl, als wir im Albert Heijn waren, da hat eine gesagt, ich habe auch noch Pfand dabei. Ja gut, vielleicht nochmal eine Glasflaschen oder so. Also wir hatten mal das Phänomen, dass wir mal in Holland was gekauft haben, eine Palette Dose. Haben wir dann zu Hause alle in den Korb getan, wie wir dann zum Aldi. Wir wussten es aber, ja, ja. Aber wir haben nicht drüber nachgedacht. Wo wir dann zum Aldi gegangen sind, haben wir dann alle weggeschmissen. Ja, aber wir wussten es eigentlich. Und hinter kann man mal sehen, die ganzen Räder, eine Putzkolonne, weil die fahren nur mit dem Fahrrad durch den Park mit so einem Hänger dran und da haben die ganzes Putzzeug drin. Ja. So, jetzt fahren wir. So, mal schauen, ob wir direkt durchkommen. Weil die sagten in so einer Rezeption, wir sollen einfach klingeln und sagen, dass wir unsere Klamotten holen wollen. Genau. Da fängt die Sucherei wieder an, im Auto und unser Dunkel. Ja, es ist ja eigentlich alles. Oh, eine falsch. Upsala. War eine zu viel. Das war die falsche. Eine zu früh war das. Eine zu früh. Wieder zurück. Da steht auch Ingang. Ingang Ost. Ingang. So, da ist die berühmte Schranke. Guck mal, ob ich so nah ranfahren kann. Ich denke, lass den Außenspiegel dran. Ja. Guten Morgen, wir wollen unsere Sachen holen. Danke. Und da ging es auch. So, ich muss nur darauf achten, dass der Schritttempo fährt, weil viele Kinder unterwegs. Ja. Viele Menschen generell, nicht nur Kinder. Ja. Ich zeig euch mal was. Hier ist so ein Kabuff mit Staubsauger, Handfeger, Besen. Da ist dieser Einkaufsbügel. Ja. Machen wir den wieder zu. Ja, wie ihr seht hier, ne? Guck mal. Rasen ist nicht wirklich. Rasen ist nicht gepflegt. Hier ist überall Dreck. Da ist Dreck. Ja. Na, ich sag mal, wenn die da ein bisschen sich mehr Mühe geben würden, dann könnte das wirklich mega schön sein. Jetzt ausgecheckt, war nur noch mal kurz im Marketing, genau, mir ist das nicht eingefallen. Ich habe gerade Mercado die ganze Zeit im Kopf gehabt. Mercado, Supermercado, nee, das ist Spanisch. Ja, da ist noch mal dieses Informationszentrum. Ja, jetzt fahren wir mal weiter. Und jetzt fahren wir zuerst zum Strand von Rennes. Jetzt von hier aus. Ja, knapp 10 Kilometer. Ja, 10 Kilometer in 13 Minuten sind wir quasi da. Klar, wenn man schon mal in der Nähe ist, dann guckt man sich den auch an. Ne? Guckt man sich das an halt. Ja, bei der Straße sieht man haben eindeutig die Radfahrer Vorfahrt. Mehr Radweg und die Straße ganz klein. Schon geil, oder? Ja. Da darfst du hier 60 fahren, laut Google. Kannst du dir Köln gar nicht vorstellen. Ja. Waren zwar auch viele Radfahrer, aber. Ja, aber ne? Nicht so. Witzig, witzig.
So, jetzt haben wir geparkt und gehen jetzt so, zum 4 Strand. 4 Euro für 1 Stunde 30. Ja, ist jetzt nicht gerade günstig. Und es ist warm. Und es ist warm. Ich habe mir auch schon meinen Pullover ausgezogen. Kann ich jetzt nicht. Lauf jetzt im Top herum. So Leute, da ist der Strand. Auch natürlich riesig. Der soll ja noch größer sein. Und schauen wir mal. Natürlich auch wieder Bistros, Cafés. Du kannst gleich ein Eis holen. Schmeckt doch direkt. Schrubst doch egal. Das ist wirklich, das ist noch größer ja. Als der, wo wir gestern waren. Ja. Seht ihr da hinten? Da ist der Turm. Da. Ist der eine Turm. Der Turm von? Wo wir drauf waren. Der Informationsturm. Wie heißt der? Brauersdamm. Klar. Und daneben, wenn ihr mal guckt, links daneben, ist der Strand, wo wir waren. Der sieht so klein aus. Ach, schaut mal hier, der geht sogar um die Kurve, geht sogar um die Ecke. Guck mal da hinten, guck mal, wie weit der geht. Ja, der geht richtig weit. Ja gut, Rennes ist ja auch bekannt, ne? Ja. Ja klar, kennst du, hast du noch nie was von Rennes gehört? Doch, heute. Heute? Doch, Rennes habe ich schon ganz viel gehört. Das ist ja ein ganz bekannter Strand in Holland. Also, wo viele halt auch hinfahren, für Urlaub zu machen und so. Warum echt schön. Auf einmal so warm? Hat morgen noch alles grau? Ja, jetzt ist mega warm, ne? Ich laufe nur im Top rum und mir ist richtig warm. Jetzt auf der Heimfahrt. Da kommt eine richtig originale Windmühle. Und da habe ich sogar auch noch ein Foto zu Hause von vor 9 Jahren. Von der Windmühle? Ja. Die sieht zumindest so aus wie die. So, gerade sind wir am Schild vorbei, wo Belgien drauf stand. Wir sind jetzt in der Provinz Antwerpen. Stand da gerade, Provinz Antwerpen. Ich beziehe immer Provinz auf so ein Dorf oder so, weißt du? Provinz. So, kurze Pause in Belgien. Genau. Toilettengang. Ich glaube hinter Antwerpen. Hinter Antwerpen. Kleiner Toilettengang. Die Sonne scheint, es ist warm. Und das Krasse ist, hier ist schon wieder die Maskenpflicht. Selbst wenn du ins Restaurant gehst oder auf Toilette gehst, musst du eine Maske tragen. War ja in Belgien überhaupt nicht, ja. Nur ein öffentlicher Verkehrsmittel. Du meinst in Holland? In Holland. Wir sind ja jetzt in Belgien. Übrigens, du stehst auf einem Ameisen, auf einer Ameisenstraße. Ach, oh, stimmt, da ist eine. Ja, wenn du direkt neben einer. Nee, daneben. Ich stehe daneben, nicht auf einer. Eine Ameisenstraße. Ich stehe neben einer Ameisenstraße. Oh, hier brennt immer ganz schön der Planet, ne? Mir ist heiß. Schwarz an, egal. So, wir fahren jetzt weiter, weil genau. Wir wollen Richtung Heimat. Genau. Vernünftig duschen. Couch. Ja. Wir sind ja noch nicht in Deutschland, noch sind wir in den Niederlanden. In Uit. Hier war damals die Grenze. Nicht in Uit, sondern Uit. Jetzt ist ja alles offen. Hier ist da steht nämlich die Zivil. Oh, da, an dem Auto. Ja, klar. Und jetzt Bundesrepublik Deutschland. Oh, wieder Geholper. Geflügel, yep. Der Straßen. Yep. Merkst du ja sofort. Ja, die ganze Zeit war schön ebenmäßig. LKW-Maut. Egal. Genau.
So, jetzt sehen wir hier wieder die Skyline von Köln und sie kommt immer näher. Ja, gleich ist aber näher, so schön, weil das Verkehrsschild davor hängt. Ja, that's the problem at all. Abteil Brauweiler haben wir in der Nähe. Man sieht die Köln Arena, das Stadion, der Dom, der Kolonius. Ja. Und das ist auch irgendwo, warte mal, Mediapark, den rechts neben dem Kolonius, neben dem Fernsehturm. Ich hoffe es gerade, warte mal. Den, ja, wie heißt der denn? Mediapark Tower. Siehst du eigentlich schon oben die ganze Skyline. Ja, wenn man das von hier aus überhaupt auch sehen kann, weil das ist alles so klein in der Kamera, aber die Kamera hat leider keinen Zoom. Leider, leider. So, aber wir fahren jetzt Richtung Heimwärts.